Let's hallo und herzlich willkommen zu einem, einer Let's-Bestrafung, kann man sagen, vom letzten Let's Together. Und zwar habe ich da ja verloren gegen Kubino und muss deswegen als Strafe hier ein bescheuertes Spiel machen. Allerdings ist das schon eine ganze Weile her und Kubino hat mir bisher noch kein Spiel genannt. Deshalb habe ich mich entschieden, einfach mal selbst, Moment, ich muss mal kurz gucken, ob die Aufnahme überhaupt läuft. Ach, tut sie, okay. Gut. Was wollte ich jetzt sagen? Ja genau, er hat mir bisher noch kein Spiel genannt. Und daher habe ich mich entschieden, mir selbst ein tolles Spiel herauszusuchen, nämlich Unfair Mario. Ihr seht, ich habe schon mal probiert. 100 Tode hatte ich bis jetzt. Und, dann würde ich sagen, legen wir jetzt einfach los, also... Oh mein Gott. Erstmal den Ton runterdrehen. Ja, das Spiel geht einfach darum, man ist hier und stirbt eigentlich am laufenden Band. Und muss sich halt merken, wo zum Beispiel so Blöcke runterfallen und so. Ja. Moment, dahin. Nein. Alter, boah, der Teil hier, den finde ich echt bisher am schwersten. Kann ich mich denn dahin? Nein, da kann ich mich natürlich nicht hinstellen. Ja. Also gut. Ja, das ist wirklich schon der ganze Sinn des Spiels. Lol. Ich hatte erwartet, da kommt ein Block, wo diese gestrichelten Linien sind. Ach so, richtig. Da kann man ja nicht hin. Puh, das wird spaßig auf jeden Fall. Okay, ich weiß. Da hätte ich vielleicht springen sollen, bin mir noch nicht ganz... Ja gut, okay. Alter. Nein, warum... Warum läufst du denn wieder zurück? Mann. So, hier hin. Gut. Dann dahin und dann direkt dahin. Oder auch nicht. So, hier hin. Dann hier. Nein, nicht dahin. Weil da stirbt man natürlich. Hätte ich mir merken können. Habe ich aber nicht. Ach so, ja, richtig. Der fällt ja runter. Das hätte ich mir wirklich merken können. Da bin ich ja vorher schon mal gestorben. Also ein wirklicher Lerneffekt ist hier momentan zumindest noch nicht zu spüren. Nein! Aber immerhin bin ich da jetzt schon mal drüber gekommen. Jetzt weiß ich es. Okay, man muss hier hin, dann muss man da hin. Und dann muss man einfach springen und nochmal springen. Da darf man nicht hin. Das heißt, man geht hier drüber und läuft dann dahinter runter. Ja. Dann springt man einmal. Nein, tut man nicht. Okay. Dann halt nicht. So. Ihr habt da hinten schon das Ziel gesehen. Wir sind momentan in Level 2. Ja, Level 2 und trotzdem schon 120 Tode. Das ist, auch eine Leistung. So, da drüber, dahin und dann einfach springen. Ja, Mann, Level completed und I'll kill you. Alter, ohne Witz, die Geräusche von dem sind ja mal krass laut. Okay, wir müssen hier uns jetzt halt merken, in Ordnung, gut. Am Anfang rennen... Nein, wir sollten nicht die ganze Zeit rennen. Okay, am Anfang rennen wir erstmal. Nein, okay, wir sollten nicht am Anfang die ganze Zeit rennen. Wie bereits gesagt, dann springen wir halt am Anfang einmal. Okay, wir sollten am Anfang nicht springen. Verdammt, okay. Das ist doch nicht wahr. Ohne Witz, also. Es ist wirklich schwer. Auch wenn es momentan wahrscheinlich für alle, die zuschauen, so aussieht, als wäre es sehr einfach. Es ist
nicht sehr einfach. Okay. Da fällt der Block runter. Dann würde ich mal sagen, springen wir am Anfang nicht, sondern wir bleiben hier stehen, warten auf das und springen dann da drüber, dann springen wir hier drüber, dann springen wir hier drüber, dann springen wir da drüber. Why are you running away? Das ist eine gute Frage, vielleicht tötet er mich ja, glaube ich. Oh. Ich glaube schon, dass er mich tötet. Wir probieren es. Ja, tut er. Okay. Oh. Oh. Das ist aber toll. Sehr gut. Dann gehen wir mal zum nächsten Level, weil dieses Level, da waren wir anscheinend zu blöd dafür. Da hat auch das Spiel gemerkt, okay, wenn wir denen das weitermachen lassen, dann kann da nichts draus werden. Das, okay. Stimmt, ja, da darf man natürlich nicht so. Ja, okay, da fällt der Block runter. Was ist denn das? Alter. Oh. Ich find's einfach immer wieder. Ich hab Angst, darüber zu springen. Zu Recht, würde ich sagen. Moment, jetzt weiß ich nicht mehr, wie man hier lang muss. Man muss erst runter. Theoretisch muss man erst runter, ja. Na gut, okay. Alter, das gibt's doch gar nicht. Puh. Nein, das was? Okay. 146 Tode. So. Hier muss man hoch. Dann musste man hier runter. Und da drüber. Okay. Puh. Soweit habe ich es jetzt geschafft. Dann muss man hier noch einmal springen, bestimmt. Oder auch nicht. Da muss man nicht noch einmal springen. Ja, das kann jetzt ein bisschen dauern. Ich hoffe, ihr habt Zeit. Okay, ja, gut. Kann man mal machen. 150 Tode. Ich würde sagen, ich mache bis 200 und dann kann mir das Spiel mal am Arsch lecken. Nein, was? Verdammt. Okay, ich sollte da nicht zu vorsichtig runterlaufen, aber auch nicht zu schnell. Das ist echt alles andere als einfach. Nein, 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 nein. Okay. So, hier hin. Dann da drüber, dann da hoch. Dann da runterlaufen und dann da drüber. So. Dann laufen wir hier ein bisschen. In Ordnung, nicht laufen. Aber vorher sind wir gesprungen, also auch nicht springen. Es ist echt unfassbar, was dieses Spiel hier einem abverlangt. Ist unfassbar, einfach unfassbar. So. Kann doch nicht sein, dass ich. Ich meine, irgendwann. Ach Gott. Ich denke mir halt so, irgendwann muss man es ja raus haben. Und ja. In der Regel hat man es auch irgendwann raus, glaube ich. Nur irgendwie bin ich da anders. Ich bin halt Hipster. Ich schaff's nie, sozusagen. Gut. Dahin. Dann da drüber. Und nicht gegen dieses Teil, gegen diese komische Stachel-Schweinschildkröte ist das zu fassen. So. Okay. Blopp, blopp. Hier rüber. Hoch. Laufen. Springen. Okay. Theoretisch springen. Alter. Entschuldigung. Theoretisch springen. So. Oh. 136 Tode. Ich glaube, wir hängen die ganze Zeit an diesem Level hier. Ach nee, richtig. Wir hatten ja davor ein Level, das wir nicht geschafft haben. Ach, oh mein Gott. Bitte, liebes Spiel. Seh ein, dass wir auch dieses Level hier nicht schaffen und lass uns direkt ins nächste Level. Aber gut, jetzt mal ein bisschen mit Konzentration. Okay, das war blöd. So. Okay. Diesmal möchte ich jetzt hier mit ganz viel Konzentration rangehen. So. So. So, und dann muss man runterlaufen, genau.
irgendwann muss man da drüber springen. Bis da, genau. Dann kann man kurz laufen, muss aber dann direkt springen. Und dann da drauf. Genau. Genau. Na gut. Aber egal, bis dahin haben wir es jetzt. Okay, also hier springen, da hoch, da runter laufen. Dann so, dann müssten wir eigentlich warten, bis diese Schildkröte weg ist. Fällt mir gerade ein. So. Jetzt warten, bis die Schildkröte weg ist. Und dann eigentlich springen. Ist das zu fassen? Das gibt's doch nicht! 172 Tote. Oh Gott. Mann. Ohne Witz jetzt. Also langsam rein. So, gut. Nein, nein, dieses Spiel macht Spaß. Also, sieht vielleicht für manche Menschen so aus, als würde es mir keinen Spaß machen. Ist absoluter Unsinn, wirklich. Also, ich sitze hier mit einer Lebensfreude. Und spiele dieses Spiel, als wäre es mein letztes. Wirklich, es ist unfassbar, dieses Gefühl, das man verspürt, wenn man die Möglichkeit hat, Mario, Anfang Mario zu spielen. Ich denke nämlich an die Kinder in Afrika, die können das nicht spielen. Wir sollten froh sein, solche Spiele hier zu haben. So. Nun genug philosophischer Unsinn gelabert. Jetzt warten wir kurz, bis die Schildkröte zurückkommt. Oder wir lassen und warten nicht. Hä? Genau, das wollte ich erreichen, dann kommt man da nicht drüber. Oh mein Gott. Checkpoint! Ist das gerade echt platziert? Wir haben es geschafft. Okay, mit Konzentration das Ganze jetzt. Okay. Aber jetzt mit Konzentration. Okay, gut. Aber jetzt mit Konzentration. Achso. Ich dachte, da müssen wir drauf springen. Okay. Vielleicht muss man unten durch. Nein. Man muss nicht unten durch. Sehr gut. Man muss hier hin. Und dann... LOL! What? Was? Das hat mich gerade voll erschrocken. Okay. Ach so, nein, nicht unten durch, sondern drüber. Dann hier hin. Und nicht nach da. So. Da drauf, da drüber und dann springen. Und wir haben das Level beendet. Ja! Space for next level. Oh. Na gut. Oh, na gut. Oh, na gut. Oh, na gut. Hä? Jetzt verstehe ich es nicht mehr. Moment, man muss dahin bestimmt. Ja. Dann. Dahin. Dann. Nicht dahin, okay. Also, auf dieses erste. Huch, Moment, nein, hier. Auf den Busch. Dann auf den Busch. Oh, auf das zweite Ende von dem Busch. Okay. Also, auf. Moment. Anfang von diesem Busch. Okay. Gut. 196 Tode übrigens. Anfang von diesem Busch. Ach, Ende von diesem Busch. Oh. Anfang. Oh, Entschuldigung, Moment. Anfang von diesem Busch. Ende von diesem Busch und den anderen Busch gar nicht. 199 Tode, eine Zeit, eine Zahl, die weit das... Moment, jetzt habe ich irgendwie versucht, irgendwas Philosophisches zu reden. Okay, Moment, ich probiere es nochmal. 199, eine Zahl bestehend aus drei Ziffern. So gesehen nicht viel mehr wert als... die 156. Doch diese Zahl hat etwas Besonderes. Es ist die letzte Zahl vor der 200. Die letzte Zahl vor dem endgültigen Ende. Lasst uns diese Zahl genießen.
Lasst uns mit dieser Zahl das Level beenden. Ich bin zuversichtlich, dass wir nun die Möglichkeit haben, dieses Level ohne einen Tod zu beenden. Gut, aber wir sind weit gekommen. Ich würde sagen, das war's dann von dieser Bestrafung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, dann bis zum nächsten Mal und ciao.